Hallo meine Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Heute spielen wir Zeig mir mal. Das spiele ich ganz, ganz oft auf Instagram mit euch und es wurde jetzt auch auf YouTube gewünscht und da dachte ich, perfekt, weil auf YouTube finde ich, kann man nochmal was ganz anderes aussagen als auf Instagram. Und genau, ich würde sagen, wir starten direkt. Ich habe mein Handy in der Hand. Alle eure Ideen und Vorschläge habe ich hier also vor mir und würde sagen, wir starten einfach direkt mit dem ersten Teil. Ja, das erste ist tatsächlich Lias Kleiderschrank. Da stehe ich auch schon vor. Ja, das hier ist Lias Kleiderschrank. Dazu mache ich auf jeden Fall nochmal ein extra Video. Ich zeige ihn euch jetzt aber einmal kurz so. Tada! So sieht es aus. Er ist sehr unaufgeräumt. Und ja, ich stehe dazu. Ganz ehrlich, es ist ein Kleiderschrank. Aber genau, das ist also Lias Kleiderschrank. Liegt alles drin, was man irgendwie nicht so braucht, beziehungsweise auf dieser Seite eben ihre Kleidung und sonst eigentlich nur Sachen, die man irgendwie verstauen muss. Weiter geht's mit einer Chaos-Schublade. Ja, da habe ich auch eine im Schlafzimmer. Genau, das war unsere Chaos-Schublade im Schlafzimmer. Ich konnte sie euch leider nicht genau zeigen, weil die Kleine im Schlafzimmer schläft und da muss natürlich ein bisschen leiser sein. So, dann wird der Garten gewünscht. Der Garten, da kommt nochmal ein extra Video zu. Da filme ich euch nochmal komplett eine Gartentour ab. Genau, das könnt ihr mir in die Kommentare schreiben, ob ihr das sehen wollt. So, und dann Bartschrank als nächstes. Ihr wollt unseren Bartschrank sehen, alles klar. Das habe ich euch schon mal gezeigt auf Instagram, aber ich zeige euch das dann nochmal. Ja, das hier ist unser Badezimmerschrank, der einzige. Hier hängt immer so ein Handtuch. Und ja, hier ist so Felix Seite. Hier ist so, ja, gemischt irgendwie alles. Dann, wie gesagt, hier das Handtuch und dann da unten die Katzenbabys. Und dann haben wir hier noch eine Schublade. Hier ist auch so Felix Kram, Toilettenpapier, ein paar Kulturtaschen und halt so. Ja, Putzzeug etc. Ja, dann wird unser Kühlschrank gewünscht. Und da gehen wir jetzt mal runter. Da haben wir nämlich zwei Stück. Und ja, dann zeige ich euch mal unsere Kühlschränke. Nummer 1 ist unser Einbaukühlschrank. Tada! So sieht das aus. Richtig schön gesund hier bei uns. Natürlich. Ja. Das ist der erste Schrank und alle kriegen jetzt einen Schock. Oh mein Gott, ihr habt kein Gemüse. Ja, wartet, wir haben ja noch einen Schrank. Unser zweiter Kühlschrank steht hier und der ist für Getränke und Gemüse und richtig viel ungesundem Zeug. Ja, unser zweiter Kühlschrank. Dann, Licht aus, wird unser Wohnzimmer gewünscht. Unser Wohnzimmer. Sieht so aus. Ja. Schick, oder? Und hier ist auch nur unser Esszimmer, also unser Essbereich hier. Achso, das war übrigens Lia. Ja, unser Wohnzimmer. So, dann wird gewünscht Lias erstes Outfit, das sie direkt nach der Geburt getragen hat. Das haben wir auch tatsächlich noch. Das kann ich euch jetzt zeigen. Ja, das machen wir. Zeige ich euch. Da müssen wir einmal in die Erinnerungskiste von der Kleinen. Die haben wir bei ihr im Zimmer stehen. Das hier ist ihre Erinnerungskiste und da steht immer ihre Toni-Box drauf. Ich hoffe, die geht jetzt nicht an. So. Tonis hier. Zack. Und hier ist tatsächlich der erste Body, den die Kleine anhatte. Den hier hatte sie als allererstes an, eine ganz kleine Größe 50. Oh mein Gott, ist das klein. Genau, den Body hatte sie an. Auch hier schon richtig gelb geworden vom Spucken damals noch im Krankenhaus. Und dann haben wir hier auch den ersten Strampler. Den hier, das hatte sie aber nicht direkt nach der Geburt an, sondern sie hatte das hier an. Mit dieser Mütze und dieser kleinen Mini-Mütze-Hose. Genau. Das war ihr erstes Outfit. Da habe ich auch schon mal ein Foto auf Instagram gepostet.
wo sie das anhatte. Ja, ihr erstes Outfit. Und hier ihr zweites Mützchen, beziehungsweise auch direkt nach der Geburt hatte sie die auch an. Hier ihre Nabelschnur, ihr Mützchen aus dem Krankenhaus und ihr Bändchen und ein Handabdruck. Ja, das sind so kleine Erinnerungen an meine kleine Babymaus. So, dann als nächstes wird gewünscht meine Nähmaschinen. Auch die stehen bei mir im Schlafzimmer. Das heißt, ich zeige sie euch nur und erzähle euch danach was dazu. Also, ich gehe mal wieder schnell in Lias Zimmer. Die erste, die ihr gesehen habt, ist meine ganz normale Nähmaschine. Damit mache ich so das meiste. Dann ist die zweite meine Overlock. Die liebe ich über alles. Also, damit mache ich fast alles. Und dann noch meine Stickmaschine. Das ist genau auch mein neuestes Teil. Und ich liebe die einfach über alles, weil die ist einfach der Burner. Also, was ich damit schon alles gestickt habe, ist echt krass. Und ja, ich würde keine davon gern verkaufen. Nee, niemals. So, dann müssen wir wieder runter in die Küche, weil es werden meine. Es ist übrigens gerade 18 Uhr bei uns, ich weiß nicht, ob ihr es hört. Meine Küchenmaschinen werden gewünscht. Ja. Gut, machen wir mal. Danach wird meine Tupperware gewünscht. Kann ich euch auch gleich mal in der Küche zeigen. Ja, die erste ist diese hier. Die ist von Aldi. Die habe ich jetzt ganz frisch zum Geburtstag bekommen. Das ist so eine Rührmaschine. So sieht die aus und ja, ich liebe die. Die benutze ich immer, wenn ich irgendwie koche oder backe oder ähnliches. Ja, die ist echt total toll. Und dann habe ich auch noch hier meine Lidl-Maschine. Das ist so wie ein Thermomix. Ja, ich liebe sie. Die ist einfach genial und für den Preis einfach unschlagbar. Also, auch wenn sie nicht genauso gut ist wie der Thermomix, ich ja, würde sie auch nie wieder missen wollen. Könnt ihr, wie gesagt, einfach kochen. Die Maschine rührt die ganze Zeit und zum Beispiel bei Milchreis oder all solchen Sachen, wo man halt die ganze Zeit dabei stehen muss, ist das einfach eine mega Erleichterung, weil mit Kind ist es einfach so schwierig, Milchreis zu machen, weil man eben die ganze Zeit rühren muss. Und Lia ist ja so jemand, die beschäftigt sich nur 2 Minuten allein und dann fängt sie an zu weinen. Und auch Risotto ist bei mir meistens angebrannt und hier eben nicht, weil die Maschine einfach die ganze Zeit rührt und die ganze Zeit kocht und die macht einfach alles von alleine. Und dann meine Tupperware, die befindet sich hier. Ich habe da tatsächlich noch gar nicht so viel. Hier sind so ein paar Deckel, hier habe ich so eine Butterschachtel, hier habe ich so ein kleines Döschen und hier so ein paar Flaschen für die Kleinen, einmal so eine eckige und ein paar so andere. Dann habe ich hier, das ist mein absolutes Lieblingsteil, davon habe ich 2 Stück von meiner Schwester bekommen, für den Kühlschrank für Obst und Gemüse. Die war jetzt gerade in der beziehungsweise habe ich die jetzt gerade abgespült, deswegen steht sie jetzt gerade hier drin und ist nicht im Kühlschrank. Genau, die liebe ich über alles, weil da hält das Gemüse einfach unglaublich lange drin frisch. Meine Schwester hat da keinen Mist erzählt, die schwärmt da auch so von. Und ich liebe die tatsächlich sehr, sehr gern. Also, ich liebe sie sehr. Und dann habe ich auch noch so eine Dose, die ist so unterteilt. Super zum Mitnehmen, werden wir auch morgen mit in den Tierpark nehmen. Dann habe ich hier so kleine Schüsseln, da gehören hier diese kleinen Deckel oben rauf. Das ist auch mega praktisch, wenn man mal ein bisschen was mitnimmt. Dann habe ich da noch so 2 kleine Rührschüsseln, 2 solche kleinen Dosen und eine so eine kleine Dose. Und dann habe ich auch noch ein paar Brotdosen und so, die habe ich aber heute benutzt, als wir an der Ostsee waren. Das war es mal wieder in der Küche. Und dann schauen wir weiter, was noch so kommt. Meine Schminksachen wollt ihr sehen. Okay, zeige ich euch. Kein Problem, zeige ich euch. Und zwar habe ich hier so eine kleine Schublade. Das hier gehört da nicht rein. Das schmeißt da Lia immer rein. Das gehört nämlich eigentlich hier rein. So. Genau, das ist so eine kleine Schublade. Da sind einfach so ein paar Sachen drin. Unter anderem auch meine Haarmaske. Ein paar Schwämmchen. Hier so eine Tagespflege mit so ein bisschen Make-up-Pigmenten drin. Pinsel, Highlighter, Augenbrauen, Dings, mein Mascara. Ich benutze immer diese beiden hier.
einmal diese hier und dann beim zweiten Mal diese hier. Genau, ja, ein bisschen Lidschatten. Die finde ich total toll, weil ich mag diesen Glitzer-Lidschatten sehr, sehr gerne. Genau, das sind einfach so ein paar Sachen. Ne? Ihr wisst ja, ich bin da nicht so großer Fan von. Wenn wir schon hier sind, es wird meine Stoffsammlung gewünscht und da engel ich mich mal hier in die Ecke. Denn ihr wisst ja, wir haben ja hier gerade meinen Stoff neu einsortiert und das ist jetzt mein Stoffregal. Da hat Lia eine Spielzeugkiste und der Rest ist wirklich nur voll mit Stoff, da auch. Und ich würde sagen, ich zeige euch das einfach mal so ein bisschen. Hier habe ich jetzt so, ja, so ein bisschen Sweat. Also das hier ist ein Jersey. Der gehört da eigentlich nicht hin, aber den habe ich jetzt gestern erst angeschnitten und deswegen liegt der jetzt hier oben. Und hier haben wir einfach so ein bisschen Step und ein bisschen Sweat und ein bisschen Lammfleece. Und genau, hier unten ist noch ein Walkstoff. Dann habe ich hier meine heiß begehrten Stoffe. Das sind auch meine teuersten Stoffe tatsächlich. Ich will gar nicht wissen, was hier an Geld steht. Aber das ist schon einiges. Also für diese vier Stoffe habe ich allein schon 200 Euro bezahlt. Ja, das ist halt, es ist halt echt krass, was so manche Stoffe wert sind, wenn sie ausverkauft sind. Die hier zum Beispiel, also dieser, dieser und dieser und dieser und dieser hier, also die gestreiften und dieser, der dunkelblaue hier und der Jersey hier oben, die sind alle zum Beispiel von Stoffwelten und der ist ja sehr, sehr heiß begehrt. Dieser Don't Worry Be Happy Stoff und den habe ich jetzt hier einmal in Jersey. Dann einmal hier in Step diese Kombi dazu und dann habe ich hier unten noch einmal Step. Sweat ist das. Und hier auch einmal Sweat, Kuschelsweat und hier einmal nochmal die Streifen in Jersey. Genau, und hier habe ich halt ganz viel Hafenkids, Hafenkids, Hafenkids. Genau. Und dann habe ich hier unten noch ein Fach, das ist auch einer meiner Lieblingsfächer, weil ich hier sind einfach auch super schöne Stoffe bei, die teilweise auch sehr, sehr limitiert sind. Zum Beispiel habe ich hier diesen Milchstoff, der ist auch sehr beliebt. Hier habe ich so Eisbären, hier ist auch so ein bisschen Rosen. Hier sind auch diese ganz beliebten Waldtiere. Da habe ich auch super lange nachgesucht. Und ja, Anker, Shapeline, Wolken, so ein paar Vögelchen hier unten. Ja, auch einfach super schöne Stoffe. Den finde ich auch super schön. Und diesen hier. Genau. Hier habe ich erstmal meine Bündchen. Dann habe ich hier nochmal einen Step und zwei Softshell. Da mache ich aus diesem Anker mache ich für meinen Neffen ein richtig schön Overall und hier wird für Lia ein schöner Overall draus gemacht. Und dann habe ich hier noch so ein paar Stoffe, die sind auch sehr schön hier mit den Pandern. Dann habe ich hier so ein bisschen Fuchs, richtig limitierte Anker, ein bisschen Wale, noch mehr Anker, mal was richtig Buntes. Und hier auch, ja, hier noch ganz viel Anker. Genau, und hier habe ich noch so ein bisschen gemischt. Das sind einfach so die Stoffe, die ich sehr, sehr gerne für Aufträge benutze zum Beispiel. Hier ist zum Beispiel auch so ein UV-Stoff, der wechselt bei Sonne die Farbe. Und ja, einfach noch so ein paar Sachen sind hier noch drin. Ja, so ein bisschen durchgemischt. Ja, es werden zwei Dinge gewünscht, die ich euch nicht zeigen möchte. Einmal unter anderem, also ich versuche euch wirklich alles zu zeigen, ne? Also ich gehe jetzt wirklich von oben nach unten alles durch und versuche euch alles zu zeigen. Viele Sachen sind dabei, die kann ich euch nicht zeigen, zum Beispiel wie ich Lia wickel oder all sowas, ne? Also das überspringe ich dann, aber zum Beispiel wurde jetzt gewünscht mein Kontostand. Das finde ich hat einfach nichts auf YouTube zu suchen. Klar, es ist vielleicht neugierig, was wir YouTuber so verdienen, aber das werde ich euch auf jeden Fall nicht zeigen. Und dann wurde gewünscht, Sexspielzeug, das finde ich auch immer so ganz skurril. Also das sind so Geschichten, die, das möchte ich hier ein bisschen fernhalten von. Also da können die Leute dann auf anderen Kanälen schauen. Ja. So, machen wir aber weiter mit das Lieblingsoutfit von Lia. Oh Gott, das wird schwierig, weil ich habe echt total viele Lieblingsoutfits. Unter anderem hängt hier gerade ein so ein Handmade-Pullover. Den trägt die Kleine richtig oft. Also eigentlich immer, wenn er aus der Wäsche da ist, trägt die ihn direkt wieder. Aber das ist ja kein ganzes Outfit. Deswegen schaue ich mal, was ich hier finde. Also ich mag total gerne
eine Latzhose. Genau, das ist diese hier. Da gehört noch so ein rosa Pullover zu. Die trage ich wirklich sehr, sehr gerne. Also trägt die Kleine hoffentlich sehr gerne. Und dann auch noch ein Lieblingsoutfit ist dieses hier. Das habe ich selber gemacht. Das ist hier mit so einem gestickten Reh, so eine Latzhose und mit so einem passenden Pullover drunter. Genau, das trägt die Kleine auch sehr, sehr oft. Ja, das sind so meine Lieblingsoutfits von der Kleinen. Als nächstes wären Lias Stoffwindeln gewünscht. Das ist jetzt ein bisschen ein Problem, weil ich will euch den einfach nicht zeigen. Wir sind kurz vor der Stoffwindelwäsche. Das heißt, 80% der Stoffwindeln liegen gerade hier neben uns im Eimer und sind halt voll. Aber ich zeige euch einfach mal den Rest, der hier noch liegt. Aber hier sind, da seht ihr den Eimer. Ich würde euch das, wie gesagt, ungern zeigen, weil es ja auch ein bisschen eklig ist. Ja, also, das sind bis jetzt die Stoffwindeln, die wir noch haben. Einmal haben wir eine All-in-One von Thirsties, auch einer meiner Lieblingswindeln. Dann meine absoluten Lieblingsüberhosen sind die hier von Rumbaroo. Auch richtig tolle Pocketwindeln, die jetzt leider langsam zu klein werden, sind diese hier von Rumbaroo. Dann meine liebsten Überhosen von Milovia. Hier habe ich noch eine von Bambi Roxy. Noch eine von Rumbaroo. Noch eine von Milovia. Und hier ist auch noch eine von Milovia, eine fertige, die schon bestückt ist, aber... Tatsächlich ist es jetzt immer so, wenn die Kleine gewickelt werden muss, dann nehme ich mir hier irgendwas raus und befülle das dann kurz bevor ich sie wickel. Genau, hier sind dann unsere ganzen Einlagen. Ich finde, das gehört auch dazu. Hier haben wir halt zwei Haufen mit ganz vielen Einlagen. Hier sind noch nagelneue Einlagen drin in dieser Schachtel. Hier haben wir diese IKEA-Waschlappen, die tue ich immer gerne ganz, ganz oben drauf, weil ja, falls sie mal schittert und das geht hier durch dieses Vlies durch, dann sind nicht direkt die Einlagen versaut, sondern eben hier diese Tücher. Die sind auch manchmal schon verfärbt, aber das ist ja gar nicht schlimm. Hier haben wir die ganzen Pre-Rolls, die benutze ich auch total gerne. Hier haben wir auch so Molton-Tücher, die nutze ich auch sehr gerne, weil die extrem viel saugen. Hier habe ich noch eine Einlage von den Rumbaroos. Hier habe ich unsere Nachtwindeleinlagen und hier sind unsere Nachtwindeln. Da habe ich jetzt auch nur noch drei hier. Einmal diese hier und diese hier. Und dann haben wir hier nur noch Wetbags. Woll, hier Woll, Fett und Wickelunterlagen. So, meine Lieben, jetzt ist die Kleine auch schon wach geworden und ich denke, es sind auch einige Sachen dabei gewesen, die euch wirklich sehr interessiert haben. Ihr könnt ja gerne nochmal in die Kommentare schreiben, ob ihr das nochmal haben wollt. Dann schreibt auch gerne direkt ein paar Sachen dazu, was ihr halt gern sehen wollt. Und dann wünsche ich euch einen ganz, ganz wundervollen Tag und bis zum nächsten Mal. Tschüssi!